Wir beschäftigen uns mit Katalysatoren, die aus reinen organischen Verbindungen sich konstituieren, also Aminosäuren und Zucker. Und es grenzt sich ab von anderen Forschungsgebieten der Katalyse, bei denen man eben Enzyme verwendet oder Metallkatalysatoren. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, inspiriert durch eine genauere Betrachtung von, wie Enzyme eigentlich wirklich funktionieren, ob nicht auch kleine organische Moleküle als Katalysatoren geeignet sind. Wir haben dann gefunden, dass die Aminosäure Prolin, Bestandteil der Eiweiße in unserem Körper, völlig ungiftig und auch sehr kostengünstig chemische Reaktionen hochselektiv und effizient katalysieren kann. Und das war der Beginn meines neuen Forschungsgebiets, nämlich dem Gebiet der Organkatalyse. Ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht erwarten kann. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, die coole Variation des Logos der Max-Planck-Gesellschaft, die in diesem Film zu sehen war, die müsste noch mal ein bisschen rauskopiert werden. Es gibt Menschen, bei denen sich schon in frühen Jahren abzeichnet, dass die Forschung ihre Bestimmung, ihre Berufung ist. Zu denen gehört auch Benjamin List. Er hat sich mit zarten 12 Jahren entschieden, dass er Chemiker werden wolle, weil ihn nach eigener Auskunft damals die Frage zu interessieren begann, woraus Materie aufgebaut sei. Seitdem hat er sich zu einem der einflussreichsten Forscher seines Fachgebiets entwickelt, der nach der Promotion in Frankfurt und einer daran anschließenden Postdoktorandenzeit am Scripps Research Institute seit 2003 am MPI für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr forscht. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten, das haben Sie eben schon ein bisschen sehen können, steht die Organokatalyse, ein Forschungsfeld, das Herr List selbst mit begründet hat. Wie lassen sich organische Moleküle als Katalysatoren in der Herstellung von Chemieprodukten einsetzen? Solche Moleküle sind im Vergleich zu herkömmlichen Katalysatoren meist weniger toxisch und sie sind leichter wiederzugewinnen. In ihnen liegt daher auch ein immenses Potenzial für die Entwicklung ressourceneffizienter und nachhaltiger Katalyseverfahren. Schließlich werden fast 80% aller Chemieerzeugnisse mithilfe von Katalysatoren hergestellt. Mit seinen Arbeiten hat Herr List ganz wesentlich dazu beigetragen, die Wirkmechanismen und Prinzipien der Organokatalyse aufzuklären. Wegweisend war dabei vor allem seine im Jahr 2000 gemachte Entdeckung der prolinkatalysierten intermolekularen Aldolreaktion. Es ist immer so, dass wenn die Chemiker Preise kriegen, müssen alle anderen sich durch diese Wörter durchhangeln. Das kann man nur nicht ändern. Eine hochinnovative Arbeit, die das Forschungsfeld der Organokatalyse überhaupt erst geöffnet hat und seither nicht nur in der Katalyseforschung weltweit einen besonderen Einfluss hat, sondern die auch zu einer vielfältigen Reihe von Anwendungen geführt hat, beispielsweise in der Herstellung von Medikamenten zur HIV-Behandlung. In jüngerer Zeit hat Herr List zudem Pionierarbeit bei der Erforschung der textilorganischen Katalyse geleistet, ein Forschungsfeld, das bislang kaum beachtet wurde, das aber vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eröffnet, bis hin zu solchen sehr praktischen Fragen wie der Aufbereitung von Wasser. Meine Damen und Herren, mit Herrn List haben wir hier in Deutschland einen Chemiker und Katalyseforscher, der weltweit zu den einflussreichsten Vertretern seines Fachs gehört und in den letzten 15, 16 Jahren eine bemerkenswerte Wirkung auf die Forschungslandschaft ausgeübt hat.
Und damit hat er übrigens auch vollkommen die Erwartungen jener Ausstellung eröffnet, auf die ich eingangs schon einmal angespielt habe, jene Ausstellung über die 100 Köpfe der Zukunft. Denn neben Herrn Bradtke wurde damals auch Herr List als große Zukunftshoffnung der Forschung vorgestellt. Also bei den 100 Fällen hatten sie zweimal schon einen Treffer. Das ist, wenn man weit in die Zukunft gucken will, im Grunde mehr, als man erwarten kann. Lieber Herr List, in der Hoffnung, dass die Zukunft sich immer weiter öffnen möge, die Zukunft Ihrer Forschung, und in Anerkennung der bisherigen Leistungen gratuliere ich Ihnen sehr und überreiche Ihnen den Leibniz-Preis diesen Jahres.